Deep Throat ohne Würgereflex ist eine riesengroße Herausforderung. Es gibt Naturtalente, bei denen das überhaupt kein Problem ist, die wesentlich unempfindlicher sind. Bei den meisten Menschen ist aber, und das ist auch normal so, dass sobald man an einen bestimmten Punkt im Rachenraum kommt, dass der Würgereiz ausgelöst wird. Ich meine, wenn man erbrechen muss, steckt man sich den Finger in den Hals, damit es wirklich rauskommt. Und man kann das so ein bisschen trainieren, wie man auch ein Workout probiert, dass man immer ein Stückchen weiter geht. Mit dem Finger sollte man es probieren, dass man dann auch ein gutes Gefühl für sich behält. Aber bitte aufhören, sobald der Würgereiz entsteht. Man kann durch Nasenatmung dem entgegenwirken, sodass man vielleicht ein bisschen weiterkommt. Und das ist möglicherweise auch ein bisschen tagesformabhängig. Aber es gelingt nicht jedem und mir ist es nicht gelungen, mir gelingt es auch nicht und man muss, glaube ich, auch nicht alles mitmachen. Also ich hoffe, dass ich deiner Freundin helfen konnte und wenn sie oder du noch eine Frage hast, dann melde dich gerne.